Wo kommt der denn jetzt her? Gib mir auf die Augen! Oh, gib mir auf die Augen! Ah! Ach, Minsk. So, komm. So, okay. Hopp. Ich muss immer mal gucken, ob das hier so noch hinhaut. Also er kann bis zu 120 dann tragen. Ohne irgendwelche Einschränkungen. Da oben. Ja. Gorayan wäre auf eure Taten stolz. Ich wollte gerade sagen, Moment, ich sollte vielleicht nochmal rasten und speichern, bevor es nochmal zum Kampf kommt, aber da war es schon zu spät dann. Nur komm. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Achso, da lebt doch noch einer. Leicht verletzt und tot. Okay, das ging dann doch relativ schnell. Hopp, hopp. Und hopp. Also rein vom Geld her lohnt sich das hier tatsächlich. So, das finde ich auch ein bisschen seltsam. Normalerweise kann ich, ja, jetzt geht zum Beispiel. Normalerweise kann ich halt mit Escape hier in das entsprechende Menü reinkommen, also hier rein. Manchmal funktioniert es aber nicht. Manchmal reagiert er da gar nicht drauf. Ah, verdammt. So, und der auch noch weg. So, geht doch. Noch ein bisschen Gold. Noch ein bisschen Gold. Also die Edelsteine sind mir tatsächlich irgendwie lieber im Moment, weil ja, weil man die besser verkaufen kann und ich kann sie ja immer in den Edelsteinbeutel da reinpacken. Ach so, das war gar keine Pause gerade. Okay. So, speichern. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Hier ist halt wieder das Problem, wobei das geht hier eigentlich noch. Aber die stehen sich halt alle gegenseitig so ein bisschen im Weg. Und das ist halt das Schwierige hier dran. Also ein Beamdog Launcher wird Siege of Dragonspear. Genau, als separater Teil gelistet. Okay, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe noch gar nicht großartig geguckt, was das genau ist. Aber es wird halt bei Steam zumindest als DLC für das Spiel hier, also für Baldur's Gate 1 angezeigt. Oh. Nochmal ein Zauber. Ich glaube, den hast du... Nee. Sehr schön. So langsam... Wie schwer sind die eigentlich? Gewicht 15. Ja, das geht noch. So. So. Und so. Oh Gott, nee. Das war doch eine doofe Idee. Oh, ich habe die ganzen Bücher und dergleichen noch. Oh ne, sie ist auch schon wieder eingeschränkt. Er jetzt auch. So, ja, du kannst ja noch ein bisschen was tragen. So. Da ist noch was. So. Und noch irgendwo was. Nö. Gut. Gleich die nächsten. Ach Mann, so. Okay. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Und das sind so eine Situation, da würde ich dann irgendwann, wenn ich, wenn ich, sowas, solche Sprüche wie Feuerbälle habe, könnte ich die dann halt immer da so ins Dunkel quasi reinschießen, sofern ich weiß, wo der Gegner ist. Und, ja, könnte damit dann halt...
Ganz, ganz gut solche Gruppen auslöschen. Aber hier ist es natürlich immer so eine Sache, da kann dann noch irgendein Unschuldiger im Weg sein. Das ist dann ja im Zweifelsfall nicht so gut. So gut wie erledigt. So. Alles wegen des lieben Geldes. Okay. So, ich wollte gerade sagen, hier sind auch auf Garantie noch weitere. So, dann. Ah ne, Jahira soll nicht unbedingt vorne rumrennen, aber egal, es ist eh zu spät. Ja, der Trailer sieht schon nice aus. Das auf jeden Fall, also von Teil 3. Was ist denn die schwarze Ruhe? Weiß ich. Oh, verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, dann laden wir mal. Schwarze Grube, weiß ich. Ich weiß selbst nicht genau, was es ist. Ich weiß nur, dass man da eine komplette Party erstellen muss am Anfang. Deswegen habe ich nämlich auch schon 6 Charaktere erstellt. Und ja, das werde ich wahrscheinlich dann auch noch spielen. So, der stirbt, okay. Sie hat schon wieder ein bisschen was verloren gerade. Das ist jetzt nicht so gut. So, ich lasse das mit den Hellebarden jetzt mal. Wie gesagt, die sind eh nicht so viel wert. Aber die Sachen will ich natürlich trotzdem einsammeln. Das Gold und die Edelsteine. So, das Ding. Okay, hat wieder funktioniert. Sehr schön. Was ist das, Hilfe? Ach, das Spiel funktioniert jetzt auch bei dir. Das ist cool. Am neuen PC. Vielleicht braucht Baldur's Gate eine RTX 2070 Graka. Bestimmt. Bestimmt. Also das ist schon sehr anspruchsvoll. Nein. Ja gut, erstmal Hi Holixus. Holixus? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Entschuldigung im Zweifelsfall. Ja, ich glaube tatsächlich Schädelfalle. Das war doch das Ding, das ausgelöst wird, wenn sich dann Gegner nähert, oder? Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ich bin mir gerade selber nicht hundertprozentig sicher. Aber ist dann im Zweifelsfall natürlich tatsächlich besser. Aber ich hab's halt immer noch so im Kopf, dass ich damals immer den Feuerball benutzt habe. Damals, als ich jung und unwissend war. Na gut, bin ich jetzt immer noch. Also unwissend, jung nicht mehr. Gut, jung war ich auch damals nicht, davon abgesehen. Das sind so enge Pfade, dass ich hier nicht mal. Dass ich nicht mal ordentlich das anvisieren kann, alles. So. Dann kommt mal her. Moment, du kannst dich mal selber schnell heilen einmal. Du kannst mal. Ja, gut, viel Auswahl haben wir im Moment noch nicht. Ich bin auch der Meinung, dass man zaubertechnisch hier deutlich weniger hat als im Original. Ja, ja, Kriosote, du hast Ziff geschrieben, deswegen war ich selber gerade ein bisschen verwirrt. Fehlschlag. Und 2 kritische Fehlschläge in Folge. Wow. Na. Oh, der hält aber viel aus. Ja, oder auch nicht. Gut. Ich habe einfach nur nicht getroffen. Wie war das nochmal mit dem unbegrenzten Gewichtslimit und unbegrenzten Taschenplätzen? Manchmal wünsche ich mir das. Ich glaube, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Taschen aber auch nicht komplett unbegrenzt gewesen. Aber kann sein, dass ich das auch falsch im Kopf habe, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Na? Ah, Edelstein. So, den Edelstein können wir gleich wieder reinpacken. So. Gut, und dann speichere ich einmal. Sicher ist sicher. Stream. Überschreiben. Weiter geht's. Ich meine, die Gnolle sind allgemein
Ja, das sind eigentlich ziemlich coole Kämpfe oder ziemlich gute Kämpfe, weil die relativ viele Erfahrungspunkte geben, dafür, also für das, was sie können. Ja, und weil man halt auch so seine Geldreserven da ganz gut auffüllen kann. Genau, im zweiten Teil gibt es den nimmervollen Beutel. Ich vermute einfach mal, dass es den auch hier, also in der Enhanced Edition im ersten Teil schon gibt. Weil die beiden, Tränketasche und Edelsteinbeutel, die gab es ja im Original damals auch noch nicht im ersten Teil. Bin ich jetzt der Meinung. Also definitiv nicht so früh wie hier. Aber ich glaube, dass es die gar nicht gab. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher. Aber ich kann mich theoretisch auch irren, weil es halt schon eine Weile her. So. Wo ist Düna hier jetzt? War die noch weiter oben? Na gut, schauen wir erstmal hier lang. Boah, im Dunkeln ist das ein bisschen ekelhaft, hier durchzurennen. Also nicht, Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Was? Hä? Ja, okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, was er von uns wollte, aber egal. Nehmen wir einfach mal so hin. So, hier sind doch jetzt auf Garantie auch wieder welche, ja. Achso, Xwarte. Xwarte und Gnoll-Veteran. So, hoffen wir mal. Ich hätte ihn vielleicht nochmal heilen sollen vorher. Aber egal. Na komm. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen eine Sache. Auf wen hauen die jetzt gerade? Auf den hier? Nee, auf den haben sie scheinbar nicht gehauen. Oder doch? Ja, egal. So, nochmal ein bisschen plündern. Kurzschwert. Gerade bei den Kurzschwertern will ich mal ab und zu gucken, nicht, dass da mal irgendein Besonderes dabei ist, also, weiß ich, irgendein Quest-Kurzschwert oder so. Ne, sind normale Kurzschwerter. Hä? Geht's denn weiter? Moment, ich werde mal einmal rasten. Allein schon, weil ich im Hellen das hier deutlich besser erkenne. Auch wenn Rasten hier in der Gegend eigentlich keine so gute Idee ist, aber ja, doch, funktioniert. So, hier... Moment, kann ich hier noch lang gehen? Ja, irgendwie kann ich hier tatsächlich lang gehen. Hier aber nicht mehr, okay. Ich bin auch der Meinung, dass sie in einer von diesen Gruben hier drin war. Moment. Braucht ihr etwas? Gehen wir mal gucken. Wenn ihr euch da sicher seid. Ach, da ist sie doch. Ah, gut. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Ich danke euch für meine Rettung. Es war mutig von euch, jemand wie Minsk in die Schlacht zu folgen. Wenn auch ein wenig unbedarft. Ich besitze nichts, was ich euch zum Lohn geben könnte, außer meinem Beistand im Kampf. Vielleicht kann ich eine Weile mit euch ziehen, auf dass sich eine Gelegenheit findet, um meine Schuld zu begleichen. Minsk ist, nun ja, Minsk. Wahre Worte. Aber immerhin ist er ein tapferer Kämpfer, wohingegen ich in den Zauberkünsten bewandert bin. Wollen wir uns zusammentun? Eigentlich schon, aber so wie die Party jetzt aufgestellt ist mit drei Nahkämpfern oder, ja gut, Jahira als vierter Halbnahkämpfer, sag ich mal, die ist ja auch nicht so verkehrt. Und den beiden Fernkämpfern, das hat bisher eigentlich gut funktioniert. Und im Moment ist Magie noch kein so großes Thema. Ihr seid bei mir willkommen. Man kann nie genug Freunde haben. So.
Also ich hätte das vielleicht noch vorlesen sollen. Imohen ist ein Level aufgestiegen. Und dann entferne ich sie gleich wieder. Ihr habt gerufen? Oh, cool. Ihr habt eure Fähigkeiten als Anführer unter Beweis gestellt. Ja, habe ich in der ganzen Zeit, die du bei uns warst. Ich freue mich darauf, euch irgendwann wieder meine Gefährten nennen zu können. Komm, Minsk. Oh nee, haut Minsk jetzt mit ab? Tatsache. Okay, das ist doof. Ja gut. Moment, so da scheint noch Bargeld zu sein. Man sieht das mal an den Dingern hier. Ob da noch irgendwas anderes liegt. Also man kann tatsächlich erkennen, was da liegt. Ah, da ist zum Beispiel auch noch irgendwie Bargeld. Oder ja, irgendein Schatz halt. Entweder Gold oder Edelsteine. Ja, dann halt nicht. Gut, dann, du kannst, glaube ich, den... Oh doch, du kannst den sogar tragen. Ja, dann trag den mal. Minsk. Achso, Hier, ich schmeiß jetzt die Keule weg. Dafür trägst du den doch sehr schweren Schienenpanzer. Ja, das kann eigentlich alles weg. Da ist nichts Besonderes dabei. Helm. Ah, hier. Ach, toll. Gerade ihn wollte ich doch gerade, entrümpeln. Nö. Du hast auch schon einen Helm. Achso, ja, du kannst eh nichts mehr tragen. Ja, du hattest ja sogar diesen Infravisionshelm, ne? Richtig. Okay, dann würde ich im Endeffekt... Moment, ich guck mal kurz, ob ich das noch irgendwie verteilen kann hier alles. Weil ist ja alles Bargeld. So, so. Du bist jetzt hoffnungslos überladen. Wie viel kannst du tragen? 120, also 96. Ich weiß gar nicht, wie schwer die Dinger sind. Oh, okay. Eins kannst du da noch tragen. Da. So, 95. Wie schwer ist der Helm? Gewicht 2. Nee. Ach, hier. Dann kriegst du jetzt die helle Bade noch. Und der Ring, der kann damit rein. Gut, du bist dann komplett leer, ja. Dann würde ich halt doch ihn loswerden. Das ist jetzt doof, also hätte man jetzt Dina hier alleine entlassen können, dann hätte ich mich darauf eingelassen. Aber wenn dann Minsk auch geht, also Minsk will ich auf alle Fälle in der Party behalten. Aber das heißt dann offenbar... Ja, ja. Das heißt dann offenbar, dass ich, dass ich Dina hier halt auch mit in der Party haben muss. Ich meine mich aber zu erinnern, dass ich damals nur Minsk dabei hatte, nicht Dina hier. Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so hatten wir eben schon, also da ist der Level up und du weg. Schade eigentlich. Kommt, nervt jemand anderen! So, du wirst mich aber jetzt nicht angreifen, oder? Hä? Braucht ihr etwas? Achso. Ihr seid ganz schön abgehärtet, Leute. Wenn ihr noch etwas mehr Zwergenkräfte benötigt, hier habt ihr sie. Steht ihr jetzt im Weg? Nee, okay, ich wollte gerade sagen. So, dann Level up bei Imoen. Stufe erhöhen. Fallen finden. Ich weiß, dass... Ja, ich mache jetzt Fallen finden hoch.
weiß, dass man das in den Minen von Neshkel gut gebrauchen kann. Beziehungsweise, das ist Fallen finden und entschärfen, ne? Ja, genau. Diebe können mit dieser Fähigkeit zudem gefundene Fallen entschärfen. Richtig. Okay. Achso, toll, ich wollte eigentlich noch sehen, was alles erhöht wurde. Ja gut, kann ich dann wohl nicht mehr. Sie ist schon wieder auf einem guten Weg zum nächsten Level ab. Wow. Gut, aber die... Warum hat sie Energie verloren? Egal. Aber die Level-Ups, die sind jetzt gleich. Stufe 2, also auf Stufe 3 bei ihr 5000, bei ihr dann halt auf Stufe 4 5000. So, du hast... Jetzt können wir da mal gucken. Magisches Geschoss, brennende Hände und mehr hast du auch noch nicht. Okay. Also wie gesagt, mir kommt es halt generell so vor, als wenn es weniger Zauber sind in der Version, also in der Enhanced Edition. Also weniger Zauber, die man sich einprägen kann. Was für ein Level hat sie eigentlich gehabt? Ich glaube Level 2, ne? Ne, Level 1. Oh. Und Taumaturg, das war doch Beschwörer. Also sie kann dann keine Erkenntnissachen, glaube ich, lernen. Und hat generell mit anderen Zaubern lernen so ihre Probleme. Aber ja. Dafür ist sie halt eine gute Beschwörerin und sowas wie Feuerbälle zum Beispiel zählen da auch mit rein. Okay, dann haben wir eventuell jetzt schon unsere Endparty. So, das hier noch einsammeln. Oh, wow. Den wegpacken. Schrecken. Zauber lernen. Ja, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, gibt das eigentlich auch Erfahrungspunkte? Ja, gibt es. Hatte ich bisher noch gar nicht drauf geachtet. So. Dann ab nach unten. Weil... Oh, Mensch. So. Moment, da... Ah. Wir gehen doch nochmal da oben hin, weil hier hinten kann man auch noch lang. Einfach, um es aufzudecken. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt irgendwas ist, aber wer weiß. Das ist einfach nur ein Dolch, oder? Das sieht aus, als wenn da doch noch was anderes liegt. Gucke ich jetzt gleich mal. Einmal da durchschlängeln. Oh ja, Tatsache. So, den auch nochmal hier reinpacken. So. Dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Da wir jetzt alle Charaktere haben und auch keiner mehr rummeckert, so von wegen, ja, wir müssen uns beeilen, um da und da hinzukommen, ja, da können wir uns jetzt halt wirklich Zeit lassen. Also sprich, die ganzen Gebiete durchsuchen. Den Todener und tot. Sehr schön. Erstmal alle in Position. So, und dann kann hier noch geplündert werden. Ein bisschen Gold. Wie gesagt, die Hellebarden lasse ich jetzt liegen. Und hier ist irgendwo auch noch was. Da war es eben. So. Oh, hier ist ja nicht mehr wirklich viel. Ja gut, dann... Hier hin. Und ja, im Grunde, oh Gott, jetzt muss ich gerade gucken. Bis hier können wir eigentlich schon zurückrennen. Oder ist hier noch irgendwo eine Abzweigung nach unten? Nö. Also von hier aus zumindest nicht.
Oh Gott. Meine so. Klinge wird euch zurechtstutzen. Wow, dem Tode nahe, so schnell. Ich sag ja, das ist eigentlich eine ganz gute Quelle hier für Erfahrungspunkte und auch für Gold. Oh, der ist ohnmächtig. Durch die Keule? Ich glaube, Keulen können bewusstlos machen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. So und so. Und weiter geht's. Achso. Ja, bis hierhin wollte ich ja schon gehen. So viele Gnolle. Aber gut, es ist halt die Gnollfestung. Ist ja normal, dass da ein paar mehr von denen auftauchen. Was? Nicht tödlich? Da stand eben... Oh, 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 oh. Verdammt. Ein Treffer und sie ist weg. Nicht schön. Super. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Ja gut, müssen wir die Kämpfe nochmal machen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber da hätte ich auch früher reagieren müssen eben. Das ist meine eigene Schuld gewesen. So, und ich packe jetzt mal die helle Baden hier weg. So, und so, und so. Hat sie wenigstens wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. So, dann einmal hier hoch. Und zwar hier lang. Ich weiß, dass es in dem Spiel, also im Original, und dann gehe ich halt auch mal davon aus, dass es hier auch so sein wird, dass es irgendwo diese Meilenstiefel gab. Und die waren halt gerade zum Aufdecken ganz praktisch, weil damit der Charakter halt ziemlich schnell unterwegs ist. Allerdings gibt es die meines Wissens nach zumindest auch nur einmal. Also die ganze Gruppe damit ausrüsten wäre zwar schön, funktioniert aber leider nicht. War noch der eine Edelstein. Dann hier runter, da gab es einen Kampf. Und ja, da hinten irgendwo. Da geht's dann normal weiter. Oh. Okay, diesmal doch nicht. Na gut. Das da unten ist noch nicht aufgedeckt, ne? So. Dann hier hoch. Oh Mann, dieses Hin- und Herlaufen gerade. Oh, das nervt hier. Falls jemand von euch weiß, wie man das abstellt, dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Also diese, diese Benachrichtigung auf Steam, dass der und der gerade das und das spielt. Ich hatte es ausgestellt, ja. Ich hatte es auf alle Fälle schon ausgestellt, aber jetzt, wo die eine Festplatte kaputt gegangen ist und ich Steam auf der anderen nochmal neu installieren musste, seitdem habe ich das halt wieder. Und ich habe schon geguckt und da waren ein, zwei Punkte, wo ich mir ziemlich sicher war, dass es das ist. Diese Option. War es aber offenbar nicht. Aber ich weiß halt, dass man es irgendwo abstellen kann. So. Ah, okay. Das ist cool, wenn es die wirklich mehrfach gibt hier in der Enhanced Edition. Na, dann würde ich, weiß ich, ja, meine Kämpfer damit ausstatten. Dann können die halt immer so ein bisschen vorstürmen und im Notfall haben sie dann halt, ja, im Notfall können die sich dann halt auch ein bisschen verteidigen. Nein, 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 stopp, stopp. Und nun? So gut wie erledigt. Ach Mann.
Achso, ja gut, dann... Oh, hier ist, da ist ja auch noch einer, verdammt. So und so. Das ist gerade doof. So. Ach, der ist tot. Okay, gut. So, geht doch. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Dieser Spruch. So, das einsammeln. Da ist noch ein bisschen Gold. Und da ist auch noch ein bisschen Gold. Okay. So, haben wir es jetzt endlich geschafft? Sind wir endlich an der Kreuzung? Ja. Oder an der Weggabelung. Eine Kreuzung ist es ja nicht. Ach, hi Berlin Dude. Hallöchen. Tut mir leid, dass Wonderboy nicht reingekommen ist. Wo, jetzt beim AGDQ? Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, weil AGDQ und Master System Spiele, das passt nicht so ganz zusammen. Also, das letzte, also meines Wissens nach jetzt, das letzte Master System Spiel bei einem GDQ, obwohl, ich wollte gerade sagen, war doch Sonic beim SGQ 2013. Aber, Dings der X-Men Mojo World war doch auch beim GDQ, beim SGQ, glaube ich sogar. Irgendwie vor 2 Jahren oder so. Oder spontan auch noch James Bond gezeigt wurde vorher. Aber es ist halt sehr selten auf alle Fälle. Einfach weil, ja, GDQ ist halt ein amerikanisches Event und in den USA war das Master-System ja damals quasi nicht, naja, ich will nicht sagen nicht existent, aber doch ziemlich unbekannt. Und nicht besonders erfolgreich auf alle Fälle. Was halt schade ist, aber ist halt leider so. Ja, aber ich hätte mich echt gefreut, wenn es dabei gewesen wäre. Ach ja, Alex Kidd war ja auch, stimmt. Ja, und mit Tron, das hatte ich gesehen. Das hat mich echt gefreut. Auch wenn es natürlich einiges an Kosten sein wird, oder sein werden, einige Kosten sein werden, so, dahin zu fahren für einen Run, aber gut, man fährt ja nicht einfach nur, Gebiet aufgedeckt, man fährt ja nicht einfach nur für einen Run dahin, sondern für das ganze Event im Grunde, egal wie viel man selber dann zeigt. Das ist ja das, irgendjemand hatte mir das mal für ZFM geschrieben, so sinngemäß jetzt. Also ohne, dass ich denjenigen jetzt bloßstellen will oder so. Aber derjenige hatte halt irgendwas geschrieben, ja, wegen einem Run hinfahren ist halt ein bisschen doof. Wo ich mir dann gedacht habe, also der hatte auch noch keine Event-Erfahrung, muss ich dazu sagen. Na, wo ich dann aber so gedacht habe, naja, man fährt ja nicht nur für das, den eigentlichen Run hin, sondern für im Grunde das, die ganze Atmosphäre da und um die Leute mal zu treffen und dergleichen. Ah, das ärgert mich gerade hier mit diesem kleinen Zipfel. Komme ich da irgendwie noch dicht daran? Ich glaube nicht. Nein. Okay. Haben wir. Moment, kann ich hier nach links? Nee, kann ich nicht. Ja, eben. Du freust dich, die Jungs zu sehen und genau darum geht es ja eigentlich auch in erster Linie bei sowas. Nee, ich habe von den Stat-erhöhenden Sachen habe ich tatsächlich noch gar keins eingesammelt. War das irgendwo hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Regen oder Sonnenschein. Also wenn ja, dann kannst du es mir gerne sagen. Also da bin ich jetzt nicht so empfindlich, was Backseat Gaming angeht. Das Spiel ist ja auch nicht komplett neu für mich, davon abgesehen. Ja. Du bist, Exo, du bist da gewesen, weil du mit mir kuscheln wolltest, mehr nicht. Damit werde ich dich jahrelang noch aufziehen. Stimmt, für... Ja, das war doch Alex Kidd, ne? Oder meintest du von Alex Kidd in Shinobi World? In der Höhle im Süden, ah, okay. Also hier in dem Gebiet auch, oder? Nee, dann bin ich da noch nicht gewesen. Ich wollte erstmal zu Gina hier. Einfach um zu vermeiden, dass Minsk irgendwann anfängt rumzumeckern.
Weil ich glaube, sobald man im Gebiet ist, hören die auch auf zu meckern. Also in dem Fall hier die Gnollfeste. Ja gut, das kann ich da wieder nicht aufdecken. Shinobi World, genau. So, dann läuft man noch ein Stück. Habe ich irgendein Level-Up übersehen? Nö. Okay. Das hatte ich doch sogar kommentiert dann. Ich meine, gut, klar, ist Masters im Spiel, das lasse ich mir dann nicht nehmen. Und zumindest bei Germans bin ich ja auch so ziemlich der Einzige, der Masters im Spiel überhaupt kommentieren kann und daran auch Interesse hat. Wenn man jetzt mal von Sonic absieht. Da ist ja Yuki technisch gesehen auch Runnerin. Rice damals zumindest, also mittlerweile gehört er ja nicht mehr zu German, aber ist natürlich als Kommentator immer noch gern gesehen. Aber die beiden könnten halt Sonic kommentieren, aber alles andere fürs Master System. Es gibt aber ein Master System Run jetzt vor gar nicht so langer Zeit, und zwar letztes Jahr. Den hatte ich nicht kommentiert. Und zwar Ys. Oder Wise oder wie auch immer man das ausspricht. Ich bin mir da immer noch nicht sicher. Wenn ich es jetzt schon ein paar Mal gehört habe, aber da gibt es unterschiedliche Aussagen. Aber da, dass ich das nicht kommentiert habe, lag ja auch daran, dass mein PC da den Geist aufgegeben hat. Oder meine Grafikkarte, um genau zu sein. Ich habe die Dark Alliance-Teile tatsächlich nicht gespielt. Beziehungsweise ich glaube, ich habe den ersten ganz kurz mal angespielt. Aber selbst da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also zugeguckt habe ich auf alle Fälle irgendwie mal kurz. Aber da kann ich mir beim besten Willen kein Urteil erlauben. Ich weiß nur, beziehungsweise ich habe nur gehört, dass die halt ja natürlich deutlich actionreicher sind und auch eher zu der Konsole entsprechend passen. Weil auf einer Konsole so eine relativ komplexe Steuerung hier umzusetzen, das ist halt nicht so einfach. Und das hatte man ja bei Ys. Ja, aber wie gesagt, also die Aussprache mit Ys habe ich schon gehört. Dann gibt es aber auch Leute, die sind sich ganz sicher, dass es Wise ausgesprochen wird oder Ys oder... Oh, wow. Wann hatte ich das letzte Mal gespeichert? Oh, Mann. Das war jetzt gerade, ne? Ja. Ja, mehr oder weniger gerade. So gut wie erledigt. Ach, Mann. So. Ja, eben, da kann zum Beispiel auch theoretisch jeder reinschreiben. Ich meine, es ist, glaube ich, immer noch so ziemlich die beste Quelle, die man hat. Obwohl, nee, die beste Quelle wären die Entwickler selber. Die müsste man mal fragen. Also, die müssen es ja wissen, wie es ausgesprochen wird. Oder wie die es ausgesprochen haben wollen. Das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang dann die korrektere Variante. So, oh Gott. Hier ist ja überall noch was. Ja, Magier sollten lernen, hinten zu bleiben. Das stimmt natürlich. Das ist halt auch wieder das Problem bei der Form, bei zwei Magiern in der Truppe. Die Formation hier, die ist ja eigentlich gut geeignet für einen Magier, weil der dann in der Mitte steht. Aber jetzt, wo ich zwei Magier habe, ist einer von denen halt irgendwo, ja, im Außenbereich, wo er dann halt entsprechend verletzbar ist. So, hier noch ein bisschen plündern. Edelstein, Gold, Edelstein. So, oh, da ist eine Höhle. Da ist auch eine Höhle. Ja, ich denke mal, eine von denen wird es sein. So, aber einmal nochmal speichern. Da. Überschreiben. Oh Gott. Gleich rauf auf die. Ach, Mann.
deswegen wollte ich den hier eigentlich nicht dabei haben. Ich meine, einen Magier sollte man immer dabei haben. Wenn ihr euch da sicher seid. Aber mehr seid. Als einer, ist so eine Sache. Aua. Au, oh, sogar er hat ordentlich einstecken müssen. Unglaublich. Das Problem ist halt auch, dass ich im Moment noch keine wirklichen Schutzzauber habe. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Das heißt, ihr habt gerufen? Oh, wow. Ja, was wollte ich sagen? Achso, ja, das heißt, dass ich die halt auch logischerweise nicht ordentlich schützen kann. Also, weiß ich, so Spiegelbild oder einfach irgendeine magische Rüstung oder sowas. Moment, wo ist sie? Ach, die steht... Oh, okay. Die rennt ja auch da mitten rein. Da ist ja kein Wunder, dass sie ständig stirbt. Moment, hat sie... Sie hat ja auch... Sie hat ja gar nichts, verdammt. Ja gut, da brauche ich mich dann auch nicht wundern. Oh. Wow. Er ist fast überladen. So. Gut, jetzt passt das wieder. Kann er nämlich auch wieder schneller zuhauen. Du machst mal... Quatsch. Nein, nein, nein. Anpassen. Skript. Fernkampf. Ich meine, gut, das ändert jetzt nichts. Weil sie ja keine Fernkampfwaffe hat. Gut, da muss ich jetzt drauf achten, dass sie hinten bleibt. So, einmal so. Aber du bleibst dann hier hinten. So gut ihr kann. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So. Ihr beide. Darauf. Oder generell die ganze Gruppe bis auf Dina hier. Mhm. Geht mal auf den. Na, stopp. Was immer ihr braucht, wie befohlen. Oh nee, nee, nee. Nicht dahin rennen, weil da scheint es auch weiter zu gehen. Nicht, dass da noch andere Gegner sind. Ja, ich will jetzt auch die KI nicht ausschalten. So. Machen wir es einfach so. Na? Du sollst da wegrennen. So, okay. Braucht ihr etwas? Oh Mann, oh Mann. Wenn ihr euch da sicher seid? Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo mal eine Fernkampfwaffe dabei ist. Was? Aber auch die Amis haben den gleichen Aufwand, sofern sie nicht aus Florida sind. Ja, stimmt. Also die haben ja... Obwohl, Reisen in den USA ist doch, soweit ich weiß, vergleichsweise günstig. Also, weiß ich, wenn man jetzt mit dem Zug reist, ist es halt deutlich günstiger als bei uns hier, so rein von der Strecke her. Also wenn die 100 Kilometer weit reisen mit dem Zug, bezahlen sie weniger, als wenn wir hier 100 Kilometer weit reisen. Was sich dann natürlich wieder dadurch ausgleicht, dass sie dann normalerweise locker mal das Doppelte reisen müssen, um in die nächste große Stadt zu kommen. Ist ja alles sehr, sehr weitläufig da bei denen. Oh, ein Aaskriecher. Das ist mal ein neuer Gegner, ne? Und du bleibst hier hinten. Oh. Nee. Du sollst da hinten bleiben. Ja gut, stimmt, der Großteil... was soll ich sagen? Achso, ja, er fliegt ja hin. Genau. So, und du machst mal... Jetzt könnte das tatsächlich mal nützlich sein. Oh Gott. So. Ist hier noch einer? Ja, hier. Schwer verletzt. Komm, stirb. Problem ist halt, dass Minsk im Moment auch gelähmt ist. Also Minsk und Shahira. Ah, okay.
Magisches Geschoss. Achso, der ist tot. Nee, nee, ist er nicht. Ja, verdammt. So. Oh, aber 420 Erfahrungspunkte. Nett. So, einmal speichern. Das war schon ein etwas härterer Kampf jetzt. Und rasten. Oh, wow. Ja, oder... Au, das war laut. Oder Auto, ja, das stimmt. Hä? Achso. So. Die waren einfach nur nicht ausgewählt. Ich dachte gerade, die sind jetzt immer noch gelähmt. Aber das wäre ein bisschen seltsam. So gut wie erledigt. So, dann gehen wir in die Höhle rein. Vorher nochmal speichern, überschreiben und... So. So gut wie erledigt. So, du bleibst wieder hier hinten. So. Ich glaube, hier war das drinne, oder? Ich habe das so dunkel gerade in Erinnerung. Und Dünner hier greift nicht mehr automatisch an. Wahrscheinlich wegen dem Fernkampfskript. Na? Ich bin ganz ohr, schon erledigt. Oder weil sie die einfach nur nicht gesehen hat. Ja, ich glaube, letzteres ist eher der Fall. Nee, 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 hau da ab. Böse Dünner hier. So. Wenn ihr euch da sicher seid. Erstmal hier ein bisschen plündern. Das nehmen wir. Den nehmen wir. Das und das. Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch was, ne? Nun komm. So. Toll, jetzt steht sie da an der Stelle. Hä? Ach so, das ist einfach nur die Leiche. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Oh ja, oh ja. Magisches Geschoss. Entzug von... Ach so, sie hat keinen Platz mehr. Pack mal die Edelsteine hier rein. So, und... So, die Heiltränke kannst du auch mal weitergeben. Oh, ist, hä, er ist schon wieder überladen? Ich hatte das doch vorhin extra ausgemistet. 320, 32, 64, 256. So. Hier, den trägst du. 256 kann Minsk maximal tragen, ohne irgendwie eingeschränkt zu sein. Genau. So, verdammt. Gut, dann löschst du mal die beiden, nimmst die beiden rein. Hier, das meine ich gerade. Ich drücke gerade auf Escape. Passiert nichts. So, jetzt habe ich nochmal auf Escape gedrückt. Jetzt hat es funktioniert. Das ist komisch. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm in dem Sinne, aber halt komisch. So. Dann wollen wir mal einmal die identifizieren. Geschicklichkeitshandschuhe sind das. Geschicklichkeit auf 18. Und... Leitfaden der Führungsstärke und Einflussnahme. Einer der beliebtesten Leitfäden der Führungsstärke und Einflussnahme ist das Buch mit dem zynischen Titel »Wie man Freunde gewinnt und Leute beeinflusst«. Wie andere Bücher dieser Art steht es für eine Philosophie des persönlichen Aufstiegs und der Manipulation anderer allein durch die eigene Ausstrahlung. Die Autoren und Anhänger dieser Leitfäden behaupten, dass durch die Anwendung der neuesten Theorien aus den Bereichen Soziologie und Psychologie das Charisma einer Person um einen Punkt gesteigert werden kann. In Wirklichkeit sind solche Steigerungen das Ergebnis von Zaubersprüchen, die während des Schreibens auf den Text übergegangen sind.
Dieselben Zaubersprüche sorgen auch dafür, dass der Leitfaden nach erstmaligem Gebrauch verschwindet. Zugegebenermaßen ist dies eine ausgezeichnete Verkaufsstrategie. Ja, das stimmt. Buch verschwindet, bla bla. Gewicht 25, ja, müssen wir ganz schön loswerden. So. Ja, der Charisma kriegt sowieso sie. Also ich werde generell die ganzen Leitfäden immer ihr geben. Aus dem einfachen Grund, weil... So, haha. Weil ich sie ja dann importieren werde. Fürs zweite Spiel, also für Baldur's Gate 2. Und ja, da behält sie halt solche Sachen dann auch. So, und jetzt hat sie... Moment... Charisma 17, das heißt, wir kriegen auch bessere Preise wieder. Persönliche Aussprache, bla bla. Die Eigenschaft ist für den Druiden, den Baden und den Paladin wichtig. Oder, sie müsste auch bessere Preise da kriegen dann. Ne? Na egal. Eine Magierin mit Stärke und Konstitution 18. Aber gut, da habe ich auch lange genug für gewürfelt. Ich hatte ja gesagt, dass ich in, zumindest in der Hinsicht so ein kleines bisschen Power Gaming treibe. So, schon wieder dunkel. Ach Moment, da fällt mir auch gerade ein. Sie sollte natürlich wieder das magische Geschoss zweimal bekommen. Und dann muss ich sowieso rasten. Oh, 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 ich wollte gerade sagen, irgendjemand attackiert der Diener hier. Das hatte ich eben da unten gelesen. Ja, ich meine, logisch, wenn sie selber die angreift. Nein, 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 lauf vorbei. Verdammt. So, greift mal den an. Und du rennst nochmal weg. Okay. Sie braucht unbedingt irgendeine Fernkampfwaffe. Hä? Achso. So. Nochmal das und das. Und rasten. So, und Dina hier, du verziehst dich hier hinten hin. Ja, toll. Lass sie durch. Nee, nee, nee. Wo hockst du? Du sollst auch da hinten hin. Du sollst raus aus dem Nahkampf gehen. Lass... Mensch, lass sie da durch. Ist ja schlimm, so. Nein, du bleibst hier hinten. Du sollst da nicht mal hinrennen. Okay, na gut. Jetzt ist es eh vorbei. So gut wie erledigt. Oh Mann, oh Mann. Oh, das ist auch eine ganze Menge gewesen. Kaputte Waffe. Noch eine kaputte Waffe. Okay. Hopp. Da ist noch ein Edelstein. Okay. Das sah so komisch aus. Nochmal speichern. So. Nein. Überschreiben. So, nächster Versuch. Okay, jetzt hat's funktioniert. Wunderbar. Gut. Dann da unten lang. Ich meine, hier ist das tatsächlich ganz praktisch. Mit dem, dieser komischen Anzeige. Sieht zwar hässlich aus. Obwohl, Moment. Erstmal hier oben lang. Da ist ja definitiv eine Sackgasse. Jahira geht wieder ganz vorne lang. Gefällt mir eigentlich nicht, aber... Ja, gut. So. Komm ich hier noch irgendwo weiter? Ja, da kann ich auch noch lang gehen. Ja, das war's jetzt aber. Moment, hä? Ach so, ich hab das eben versehentlich gemacht, ne? Ja. Okay,
So, dann hier nach unten. Ach, hier kann man so... Ah, okay. Gut. Jetzt habe ich tatsächlich übersehen, dass man da irgendwie auch lang gehen kann. So, dann ist hier noch ein kleiner Zipfel. Ja gut, Dina hier ist jetzt wenigstens mal da hinten. Die kommt nicht so schnell in den Nahkampf rein. Das ist nicht verkehrt. Ja, macht ihr was? Ja, ihr macht was da. Komm. Achso, das war's schon. Okay. Sein so, als wenn die noch am Kämpfen sind. So, dann darfst du mal wieder ein bisschen plündern. Edelstein, den nehmen wir gerne. Gold nehmen wir auch gerne. Ja, Farbkugel. So, wo ist er? Da. Ach, hä? Achso, magisches Geschoss. Ja, wo ist denn jetzt die Farbkugel hin? Moment. Muss ich gleich mal gucken. Oder habe ich mit irgendjemand anderem das gerade eingesammelt? Nö. Achso, sie hatte das gar nicht aufgehoben. Alles klar. So, die auch nochmal lernen, hoffentlich. Ja, Tatsache. Ich klinge so überrascht dabei. Ich sollte mehr Vertrauen in meine Truppe hier haben. So. Ja. Aber das mag ich an den Baldur's Gate spielen. Vor allem im zweiten Teil hat man das nachher noch häufiger. Dass halt sehr viel Interaktion innerhalb der Party auch stattfindet. Das macht die Charaktere irgendwie... Oh, da ist noch eine Höhle. Macht die Charaktere halt irgendwie auch lebendiger. Und ja, glaubhafter im Endeffekt auch. Oh Gott. So, und du bleibst... da. Du sollst hier hinten bleiben. Mensch. So, dahin. Nein. Bleib hier hinten. Ist ja schlimm. Nein, bleib hier hinten. Oh Mann. Warum, sie rennt immer nach unten, um dann wieder nach oben zu rennen. Okay, gut. Zumindest, ja, okay, hier ist nichts weiter. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist zumindest der Abschnitt hier geklärt. Das ist tatsächlich schon die gesamte Höhle gewesen. Das nehmen wir alles noch mit. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich hätte jetzt wirklich alle Waffen und dergleichen hier mitgenommen, das wäre dann doch ein bisschen viel. Zumal wir jetzt durch die ganzen Edelsteine, die wir auch gefunden haben, Achso, stimmt, die Geschicklichkeitshandschuhe habe ich ja noch. Wer hat denn Geschicklichkeit 15, 16, 14, 18, 13? Aha. Ich meine, sieht natürlich schick aus, wenn da überall eine 18 steht, aber eigentlich... Obwohl, doch, für einen Fernkampf brauchst du die doch tatsächlich. Ja, dann kriegst du die jetzt. So. So, das sieht doch schick aus hier. 18, ja gut, Weisheit. Aber das passt halt irgendwie auch. Die möchte gern mageren, will wohl sterben, ja. Ja, das will sie. Nee, aber dass der Weisheitswert bei ihr halt so niedrig ist, das passt irgendwie auch, weil sie ist ja nun mal noch sehr jung und hat im Grunde ihr ganzes Leben einfach nur in Kerzenburg gelebt. Also da hatte sie nicht allzu viele Gelegenheiten, Weisheit in sich aufzusaugen, wie auch immer man das sagen möchte.
Weisheit zu erlangen. So, warum muss ich das so kompliziert machen? Gut, dann haben sich die beiden Wege hier jetzt auch zusammengefunden. Das ist gut. Dann ist das hier im Grunde wirklich der letzte Abschnitt, den wir in dem Gebiet noch nicht untersucht haben.